Los geht's. So. Ich sollte bald. Ja, was mache ich jetzt? Hier habe ich das, was ich wollte, abgeschlossen. Kann ich das? Verwende eine... Okay, Tankkuhlache. Arune gegen mehrere Gegner gleichzeitig. Okay, das ist so ein Effekt, den ich einsetzen muss beim Kampf. Wenn ich das jetzt richtig verstehe. Das heißt, ich muss erst mal zu einem Kampf. Zurück, ja. Sollte eigentlich leicht sein. Wie geht nochmal das Fliegen? Ah, ich kann hier gar nicht fliegen. Stimmt ja. Ach ja, ich muss ja da ganz da hinten hin. Ich weiß wieder. Das wird ein weiter Weg. Und er wird steinig und schwer. So, bin ich jetzt schon außerhalb? Ja. Let's go. Das sieht hier cool aus, das Haus hier. Wer hier wohl gelebt hat? Vielleicht schaue ich mich bei Feldcroft mal nach Beute um. Hey, was denkst du, was du da treibst? Komm, Fringo! Oh, zu gut. Levioso! Incendio! Was hast du getan? Levioso! Komm, Fringo! Akio! Incendio! Muss mich ein bisschen wilderer weniger in unserer Welt. Ich muss mich ein bisschen dran gewöhnen. Na, ich habe gesehen, dass du dich bewegt hast, ne? Geht's euch gut? Okay. Das war jetzt nicht geplant. Hallo, Sir. Oh. Ist hier? Ah, wieder sowas. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Ich auch. Incendio! Ja, die Kerzen brennen nicht. Prüfung Merlins, da. Protego! Nee. Komm, Fringo! Hä? Willst du mich verarschen? Komm, Fringo! Ach. Wo ist der andere? Dieser Teil ist schon viel zu lang. Hier ist noch irgendwo so ein Teil. Aber wo? Von oben mal. Ups. Ich habe jetzt das vergeudet. So. Da unten ist eins, hier ist eins. Wo ist noch eins? Da hinten vielleicht?
Nee. Hier ist auch nichts. Da. Okay. Das sehe ich nicht von da. Konfringo! So. Das heißt, ich kann nicht von hier aus zwei. Protego! Konfringo! Das war gar nicht so knifflig, Merlin. Geschafft? Ja. Geht doch, wenn man will. Autsch. Hier sind Feinde. Ach, so eine entspannte Anstellung in Gringotts würde mir gefallen. Den ganzen Tag rum. Könnte aber wahrscheinlich etwas langweilig werden. Wo sind die? Vor mir. Accio! Confringo! Incendio! Protego! So, war's das? Die paar Spinnen? Naja. Okay. Das sind ein paar Luftballonis. Das ist hier ein nettes Dorf da. Wo muss ich denn überhaupt hin? Revelio. Mitnehmen. Kann ich dem folgen? Ist da? Ich hab nicht nur... Okay. Nicht ins Dorf wieder. Habe ich irgendwas richtig gemacht? Aus Versehen? Oder irgendwas falsch? So muss ich denn jetzt darüber? Hi Leute. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Schön sonnig. Leicht bewölkt. Mahlzeit. Ah, ja. Da hinten bei Hogwarts. Ich will aber fliegen. Jetzt. Ist doch schön zu fliegen, hin und wieder. Tut mir leid, ich habe Husten. Sieht überhaupt jemand zu? Ich habe einen Zuschauer. Und das bin wahrscheinlich ich. Selbst. Lol. Ich habe 3 Likes. Passt nicht zusammen. Okay. Da ist das Spiel. Was machst du denn hier draußen? Dich zu einem Accio-Duell herausfordern. Es wird Zeit, dass du dich einem echten Gegner stellst. Außerhalb von Ronans Zauberkunstunterricht. Okay. Ein Accio-Duell ist mehr als ein Spiel. Es ist ein Kräftemessen. Ein Härtetest für Hexen und Zauberer. Also. Na gut. Ich bin dabei. Legen wir los. Super. Ah, mein Husten, ey. Accio-Duell. Keine Runde ist wie die andere. Ja. Accio. Natürlich. Accio.
kurz warten. Okay. Ah, Glückstreffer. Akio. Ja, schieb Mining weiter. Nein. Natürlich. Schaffen wir alles auf Blau. Nee, den da, ja. Akio. Okay. Das war ja unglaublich. Akio. Hä? Also für einen Unentschieden muss ich den anderen... Übertriff das mal. Oder ich schieb den jetzt genau hier rein. Ah. Die Runde lasse ich dir. Habe ich etwa gewonnen? Oh ja. Mist. Ich hätte mehr schieben sollen. Wir hätten um ein paar Galeonen wetten sollen. Hm. Noch eine Runde? Ich bin jederzeit bereit. Toll, du brauchst ohnehin mehr Übung. Ja, ja. Wer ist dran? Akio-Duell. Keine Runde ist wie die andere. Ja, ja, bla bla. Akio. So, schaffe ich das? Ein Kinderspiel. Nee, den. Akio. Okay, nice. Das war ja unglaublich. Ja. Akio. Den hat er nicht geschafft. Aus dem Handgelenk. Ja. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Akio. Übertriff das mal. Ja, das schaffe ich. Akio. Nein! Nein! Ach komm. Gut, du hast mich besiegt. Schon? Schon? Also weil er... Okay. Du hattest nur Glück. Komm schon, Leander. Jetzt sei doch nicht so. Also schön, du bist gut. Zumindest besser als ich. Ich sage den anderen, dass du nicht spielen kannst. Den anderen? Ich habe 7 Mal in Folge gegen Samantha Dale verloren. Die anderen Akio-Duellanten dachten, du wärst keine echte Herausforderung, wenn du mich nicht besiegen kannst. Mhm. Kopf hoch, Leander. Üb weiter, dann wirst du auch besser. Du hast wohl recht. Ich werde den anderen sagen, dass du die Probe bestanden hast. Okay, cool. Revelio. Protego! Nee, das wollte ich nicht, Protego. Hm. Okay. Geht jetzt wieder da rein. Wie kamen Sie mit den Aufgaben zurecht? Na, ganz gut. Madame Kogawa, ich habe Ihre Aufgabenliste abgearbeitet. Cool. Wunderbar. Ich nehme an, Sie sind mittlerweile besser mit Ihrem Besen vertraut? Ja. Ja, Professor. Das freut mich. Machen Sie weiter so. Vielleicht kommen Sie eines Tages in die Quidditch-Mannschaft. Falls Black Quidditch jemals wieder erlaubt. Nun, da diese Aufgaben erledigt sind, beginnen wir. Glacius. Glacius? Achten Sie auf Ihren Zauberstab.
cool. Im wörtlichen Sinne. Sehr gut. Sie sollten Ihren neuen Zauberspruch hier in meinem Büro üben, ehe Sie ihn auf die Welt loslassen. Okay. Oh, der zählt auch als... Okay. Lol. Lazio! Bitte! Sie lernen schnell! Confring! Accio! Incendio! Lazio! Sie hat ihre Lektion bestimmt gelernt. Oh. Aber üben Sie nur weiter. Kinästhetik ist ein effektives Lernmittel. Okay. Und jetzt? Dann Kula. Okay. Beschaffe und teste einen Fokustrank. Beschaffe die Zaubertränke Erdius und teste sie zeitgleich. Kann ich die einfach kaufen? Das ist eine Frage. Habe ich die überhaupt, die Tränke? Okay. Ich bin halt immer ein bisschen verwirrt noch. Das könnte ich machen. Spreche ich mal mit dem. Also der Besen ist schon praktisch. Ich könnte auch ganz schnell fliegen. Hin und her fliegen. Mit dem Floh. Zauber, hä? Was? Die Stimmen sind teilweise doppelt. Das finde ich nicht so gut. Das verwirrt so ein bisschen. Und hier sind zwei Zwillinge. Cool. Lol. Wieso nicht? Soll es geben. Okay. Zum Zaubertranktypen muss ich gehen. Ja. Mahlzeit, die Mülltonne, aber ist hier sehr gefräßig. Ja, Sir. Hallo, Sie sind also auf der Suche nach Tränken, ja? Hallo, Mr. Pippin. Sie brauchen Hilfe bei einer Lieferung? Ja, in der Tat. Für jemanden, der so fähig ist wie Sie, sollte die Reise nach Keenbridge kein Problem sein. Es liegt südlich von Hogwarts. Kein Problem. Was soll denn geliefert werden? Fatima Lawong hat ein paar Unsichtbarkeitstränke bestellt. Früher habe ich das selbst erledigt, aber in letzter Zeit nutzt Fatima jeden Anlass, um zu streiten. Sie beschwert sich unaufhörlich über die Qualität meiner Ware. Wie soll ich Qualität bieten, wenn sie so oft bestellt und mir keine Zeit zum Brauen lässt? Wenn Sie mir diese lästige Aufgabe abnehmen könnten, können Sie das Geld für die Lieferung an Fatima gern einbehalten. Okay, ich helfe Ihnen gern. Ich helfe gerne bei der Lieferung.
Sie wissen gar nicht, wie dankbar ich Ihnen bin, wahrlich. Hier sind die von ihr bestellten Unsichtbarkeitstränke. Hoffentlich macht sie Ihnen nicht zu viel Ärger. Sie ist selbst eine talentierte Brauerin. Ja. Ich hätte sogar nichts dagegen, mal einen Blick in ihr Rezeptbuch zu werfen. Okay. Mal gucken. Hallo Katja, süße Katja. Gott, ist das weit weg. Da habe ich, glaube ich, nicht mal einen... Das heißt, ich muss jetzt da ganz darüber fliegen. Okay. Ich guck mal hier unten so ein bisschen noch. Ach, das sind überall Luftballons. Das will ich nicht kaputt machen. Ja, Leute, wie geht's euch so? Ich fliege jetzt mal ganz gemütlich durch die Gegend. Hier ist sonst nicht, das ist sehr verschwommen. Durch den Geschwindigkeitsboost. Eieiei. Zu Fuß wäre das extrem weit. Bist du böse? Da oben ist irgendwas Böses. Ciao. Das ist verdammt weit weg hier. Mich vorher noch ein bisschen um. Gerne. Schön. Ah, ein nicht identifizierter Zauberhut. Dieser Pippin sollte längst hier sein. Hi. Madame Le Wang? Ja. Ich habe eine Lieferung von J. Pippins Zaubertränke. Schickt ein Kind vor, um seine Arbeit zu erledigen, was? Mhm. Er nimmt immer den einfachsten Weg, um es sich leicht zu machen. Mussten Sie die etwa auch für ihn brauen? Spielt keine Rolle. Sie können das vermutlich ohnehin besser als er. Okay. Hier sind die angeforderten Zaubertränke. Glauben Sie, dass das so einfach ist? Ich weiß, dass Pippin seine Kunden ständig hinters Licht führen will. Er tut alles, um auf Kosten der Qualität einige Galleonen für sich zu sparen. Sie sehen keinen einzigen Knut, bis ich weiß, dass die Zaubertränke funktionieren. Trinken Sie. Natürlich. Klingt einfach. Das mache ich. Das hoffe ich doch. Ist das der? Nein. Ah, das hier, ja. Sie scheint zu wirken. Nun, ich vermute, das genügt. Wenn die Nachfrage nach Tränken so groß ist, wäre es da nicht einfacher, mit anderen zusammenzuarbeiten? Sie könnten ihre Rezepte und Fähigkeiten kombinieren. Ha, keine Chance. Dieser Nichtsnutz hat seinen Laden geerbt. Wir anderen mussten unseren eigenen Weg gehen.
Der soll nicht von meiner harten Arbeit und meinem Verstand profitieren. Wenn er scheitert, dann soll er nur. Oh. Na gut. Ich lasse Mr. Pippin wissen, dass ich die Tränke wie gewünscht geliefert habe. Tun Sie das. Was verkaufen Sie hier? Schau ich gleich. Wonach suchen wir heute? Ah, nee. Nichts, was ich brauche. Danke für den Besuch. Ich Kein weiß, Problem. Das zu schätzen. Ist hier irgendwo ein... Ja, da. Dann kann ich mich hier teleportieren. Ich sage nur, oh. Was hier die Aufgabe? Hier ist Wasser. Was ist hier das Rätsel? Hallo Asi. Hier gehört hier irgendwas rein? Eine Kugel? Okay. Und wo ist die Kugel? Das ist eine gute Frage. Nächste Frage. Meine Mutter meinte immer, ich sei traurig. Ha. Huh. Ich könnte auf Tour gehen. Interessant. Keine Ahnung, was mit der Kugel auf sich hat. Was? Du? Accio. Confringo. Lazio. Incendio. Accio. Lazio. Incendio. Confringo. Okay. Geht doch. Das war ein hässliches Monster. Ich denke, Sie sind bereit für Arresto Momentum, den Verlangsamungszauber. Damit frieren Sie Objekte oder Personen in der Luft ein. Erledigen okay. Sie einfach ein paar Aufgaben und kommen Sie dann zu mir. Okay. Lady? Hier ist wieder ein... Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Die Frage ist nur, was diese Prüfungen immer so auf sich haben. So ganz ersichtlich ist mir das noch nicht. Hier ist halt irgendwas in der Nähe. Ja.